euch mal ganz kurz vor, bitte. Ja, ich bin Julian, ich bin der Mitgründer der Remus GmbH. Wir entwickeln batterieelektrische Arbeitsmaschinen für die Agrarindustrie, den Farmern das Leben einfacher machen. Ja, mein Name ist Daniel Münch, der zweite Mitgründer von der Remus GmbH und hauptsächlich zuständig für die Technik. Vielen Dank. Was ist euer Ansatz? Was wollt ihr ändern? Ja, wir entwickeln batterieelektrische Arbeitsmaschinen, um emissionsfrei im Stall unterwegs zu sein. Das heißt, wir sind effizienter, wir sind emissionsfrei und wir sind kostengünstiger im Vergleich zu dieselgeneratorisch betriebenen Maschinen. Welches Feedback habt ihr heute hier auf der Messe bekommen zu eurem Produkt, also zum Thema Elektromobilität im Kontext landwirtschaftlicher Betriebe? Wir stellen hier fest, dass Elektromobilität deutlich im Kommen ist. Also es gibt von vielen großen Herstellern bereits die ersten batterieelektrischen Geräte. Allerdings setzen wir auf ein komplett neu entwickeltes batterieelektrisches Produkt, prinzipiell des Tester-Konzepts folgend, dass wir sämtliche Vorteile nutzen können, die batterieelektrische Technologie hergeben kann. Habt ihr heute euer Produkt schon dabei? Kann man das schon kaufen? Wie weit seid ihr? Ja, man kann es kaufen. Ab nächsten Jahr geht die Produktion los. Anfang des Jahres starten dann auch die ersten Auslieferungen. Und wir sind jetzt dabei, die ersten Vorführungen zu machen, Kunden anzufahren und entsprechend die Kaufverträge abzuschließen. Wie ist denn das Feedback aus der Praxis? Also ganz konkret, welche Fragen kriegt ihr? Es ist sehr, sehr positiv, vor allen Dingen im Bereich Tierwohl, Emissionsreduzierung. Staub ist ein ganz großes Thema, Geräusche ist ein ganz großes Thema und natürlich auch, dass ich Gefahrenstoffe von meinem Unternehmen wegbekomme. Das heißt, ich brauche nicht mehr mit Diesel hantieren, ich kann einfach aus der Steckdose den Strom laden und das Gerät funktioniert. Was denkt ihr nochmal so eine Einschätzung vielleicht in Richtung Zukunft? Ab wann sind wir voll elektrisch auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Zukunft? Das wird noch dauern. Es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, aber momentan ist der prozentuale Anteil an elektrischen Geräten im Markt kleiner 1%. Ich denke, das sieht man analogie zur Automobilindustrie. Momentan fahren weniger 10% voll elektrische Fahrzeuge auf den Straßen. Das wird noch einige Jahre dauern, auch in der Landwirtschaft. Aber wir fangen jetzt an und wir sind auf dem richtigen Weg in eine emissionsfreie Zukunft. Okay, könnt ihr noch mal ein bisschen dichter zusammenkommen, dass ich euch beide im Bild habe? Okay, und jetzt noch mal vielleicht so drei Empfehlungen oder drei To-Dos für die Praktiker, sich dem Thema zu nähern. Was würdet ihr sagen? Punkt 1. Denk an die Zukunft, denk an deine Kinder von morgen. Und Punkt 2? Zweiter Punkt, denk natürlich auch an deine Tiere. Also alles, was dem Tier gut tut, tut auch am Ende des Tages deinem Portemonnaie gut. Und hier haben wir sehr viel Arbeit investiert, um ja, ein sehr hohes Tierwohl zu erreichen, mit Hilfe unserer Maschinentechnik. Und Punkt 3 und damit das Abschlusswort? Ja, denk auch an dein Portemonnaie. Batterieelektrische Systeme sind in der Regel auf Dauer kostengünstiger zu betreiben, gerade bei Photovoltaikanlagen, eigenerzeugter Solarstrom im Vergleich zu Diesel-hydraulisch betriebenen Fahrzeugen.